300 wird von einem Verbrennungsmotor angetrieben, hat aber mehrere per Power Efficiency Lösungen serienmäßig eingebaut, um den Kraftstoffverbrauch praktisch zu reduzieren. Kommt schon mal vor. Keine Sorge, der will nicht speisen, der will nur arbeiten. Sprechen wir doch mal über die wesentlichen Parameter des R1900-300. Der Sieg und Kontakt dieses neuen 250 Combiners hat in der Heavy-Duty-Version ein Fassungsvermögen von 16,5 Kubikmetern und ist mit dem Medium-Zahn-System ausgestattet. Also damit kann man schon so einiges abtragen. Und serienmäßig sind die effizienzsteigernden Systeme wie Nuclear Power, Efficiency-Lösungen und die halbautomatische Löffelbefüllung eingebaut. Im Jahr 2024 mit dem Beginn wird er den R9250 ersetzen und somit zum neuen Flaggschiff der 250-Tonnen-Klasse. Also in kurz, der R9300 bietet Top-Leistung mit schnellsten Zykluszeiten, erhöhte Löffelkapazität und geringerer Kraftstoffverbrauch und ein neuer Maßstab sozusagen für die Gewinnung mit niedrigsten Kosten pro Tonne. Aber hier, man sieht ja selbst, wie elegant er hier so kraftvoll mit seiner Schaufel daherkommt. Gerhard sieht auch sehr entspannt in seiner Kabine aus, er hat eine völlige Kontrolle. Wo kommt denn das ganze Konfetti die dann auch her? Von die ganze Zeit raus, ja. Kommt schon mal vor. Keine Sorge, der will nicht speisen, der will nur arbeiten. Sprechen wir doch mal über die wesentlichen Parameter des R1900-300. Der Sieg und Kontakt dieses neuen 250 Combiners hat in der Heavy-Duty-Version ein Fassungsvermögen von 16,5 Kubikmetern und ist mit dem Medium-Zahn-System ausgestattet. Also damit kann man schon so einiges abtragen. Und serienmäßig sind die effizienzsteigernden Systeme wie Nuclear Power, Efficiency-Lösungen und die halbautomatische Löffelbefüllung eingebaut. Im Jahr 2024 mit dem Beginn wird er den R9250 ersetzen und somit zum neuen Flaggschiff der 250-Tonnen-Klasse. Also in kurz, der R9300 bietet Top-Leistung mit schnellsten Zykluszeiten, erhöhte Löffelkapazität und geringerer Kraftstoffverbrauch. Und ein neuer Maßstab sozusagen für die Gewinnung mit niedrigsten Kosten pro Tonne. Aber hier, man sieht ja selbst, wie elegant er hier so kraftvoll mit seiner Schaufel daherkommt. Gerhard sieht auch sehr entspannt in seiner Kabine aus. Er hat eine völlige Kontrolle. Wo kommt denn das ganze Konfetti dann auch her? Wenn die ganze Zeit raushält.